Shinnoks Niederlage erkundete Liu Kang das Unterreich. Eine Welt, die ohne Shinnoks Kontrolle im Chaos versunken war. Liu Kang war kein Zauberer oder Götterältester, doch seine Kampftechnik war mehr als gut genug, um die Dämonen des Unterreichs zu unterwerfen. Liu Kang erkannte, dass er das Unterreich übernehmen konnte und dass ihm das Herrschen gefiel. Er würde Shinnoks Thron einnehmen und die Eroberung anderer Reiche planen.